Hallo, grüß Gott. Schmidt spricht von den Stromwerken. Wir von den Stromwerken haben jetzt die Möglichkeit, in einigen Postleitzahlen die Energiekosten von 30% bis zu 40% zu reduzieren. In Husum, oder? Ja, richtig. Husum, prima. Ja. Herr Solinde, sind Sie immer noch bei den Stadtwerken? Ja. Ja, prima. Wissen Sie denn ungefähr so, wie viele Kilowattstunden Sie in einem Jahr verbrauchen? Da habe ich neulich mal so einen Brief kriegen. Das ist 2000, glaube ich, gewesen. So irgendwie 2000 krumme Zahl gewesen. Okay. 2000 Kilowattstunden. Da bezahlen Sie jetzt monatlich für Strom so um die 70 Euro, ja? 60. 60 Euro. 63 und irgendein 63. paar Cent. Ja. Ja, okay, prima. Herr Solinde, ja. Es gibt in Ihrer Region einen Sondertarif verfügbar. Oh. Der ist auch der meistvertretene von den Bürgern. Okay. Mit demselben Verbrauch von 2000 Kilowattstunden hätten Sie mit diesem Sondertarif einen monatlichen Abschlag von nur noch 43,25 Euro. Oh mein Gott, das ist sehr viel geworden. Das ist, ja, sehr viel weniger. Oh. Diese 43 Euro, die sind brutto, also da wird gar nichts drauf kommen. Und, was Sie noch mitbekommen, wie ist Sie bekommen das, eine... Das muss ich kurz fragen, das mit brutto, das ich immer falsch verstehe. Weißt du, bei Indien, da sagen wir einfach, gib mir einen Dollar und dann einen Dollar geben. Und bei Deutschland immer das brutto und wie heißt das anderen? Netto. Ja, wie, was muss man da machen? Wie kann man das erklärt machen? Brutto ist mit Steuern. Mit Netto Steuern? Netto ist ohne Steuern. Ja, und kann ich das auch ohne Steuer haben? Den Preis ohne Steuern, nein. Nein, Herr Solinde, wir müssen alle leider Gottes brutto, wir müssen alle Steuern bezahlen. Brutto geben, okay. Verstehen Sie? Und ja, wie viel brutto muss zu Merkel kommen? 43 Euro. Das geht zu Frau Merkel? Zu Frau Merkel? Ja. Ja, zu Frau Merkel geht ungefähr so 12 Euro. Okay. Herr Solinde, ja? Sie bekommen eine stabile Preisgarantie. Es darf für Sie in den nächsten 2 Jahren auch keinen Cent teurer werden als diese 43 Euro im Monat für Strom. Auch wenn wir immer Party machen? Ja. Oh, sehr gut. Da kann man kein... Haben Sie auch Gas? Kann man dann hinterher keine Rechnung kriegen und sagt, du hast immer Party gemacht, musst du nochmal bezahlen? Natürlich bekommen Sie eine Rechnung. Oh, aber ich meine, dass man mehr bezahlen muss. Nein, nicht? Sie haben eine stabile Preisgarantie, es darf für Sie nicht teurer werden. Sehr gut, auch wenn wir ganz viel Verbrauch machen. Für denselben Verbrauch natürlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Herr Solinde? Ja? Wenn es Ihnen gefällt, kann ich Ihnen die Unterlagen ausfüllen, den Vertrag ausfüllen und dann kommen Sie jetzt nochmal schriftlich nach Hause. Ja, wie heißt denn das Firma? Ist das jetzt nicht mehr von Stadtwerk? Das ist von der EWEN. Von was bitte? EWEN. Was ist das? Das ist eine Genossenschaft. Genossenschaft? Genossenschaft mit 250 Stadtwerken zusammengetan. Aber ich bin doch schon Stadtwerken-Kunden. Ja, sind Sie. Ja, muss man da jetzt... Jetzt bekommen Sie einen Sondertarif. Ach so, ich kriege jetzt Sondertarif, weil wir da schon 5 Jahre ein Kunde. Genau. Ah, sehr gut, sehr gut. Und dann muss man, wie lange wird es bleiben? 2 Jahre und dann muss man wieder mehr bezahlen? Die Vertragslaufzeit, die wäre für 2 Jahre. Wenn die 2 Jahre um sind, ja, dann haben Sie die Möglichkeit zu kündigen oder zu verlängern. Ja. Und was wird es dann kosten, wenn wir das weitermachen? Dasselbe. Also ist es mehr als 2 Jahre Preis? Stabiler. Genau, solange Sie unter Vertrag bleiben. Solange wird das Preis auch gleich bleiben? Genau, das bekommen Sie schwarz auf weiß nach Hause. Und warum sagen Sie dann, dass das ist für 2 Jahre, wenn das für immer? Weil die Erstvertragslaufzeit für 2 Jahre ist. Ach so. Vielleicht finden Sie nach den 2 Jahren etwas Besseres. Und da sagen Sie, ja, ich möchte das nicht, ich möchte woanders hin. Verstehen Sie? Ja, ich habe verstanden. Ich muss nur manchmal überlegen, was den Worte Bedeutung machen. Soll ich Sie die Nummer von die Herr Müller geben? Nein, schauen Sie mal, Herr Solinde, wir machen das so. Ich habe Ihre
Haben wir Sie unter dieser Rufnummer kontaktiert, die Sie mir gerade durchgegeben haben? Ja, habe angerufen. Okay, ich werde Sie jetzt in der Datenbank finden. Ich werde Sie anrufen in 5 bis 10 Minuten. Bis dahin würde ich Sie bitten, Herr Solinde, dass Sie sich irgendeine Rechnung raussuchen, okay? Rechnung von Strommen? Genau, haben Sie auch Gas? Ja. Dann finden Sie sich auch eine Rechnung für Gas. Ich mache Ihnen ein Angebot auch für Gas, okay? Ja, wie lautet denn Angebot? Wie viele Kilowattstunden verbrauchen Sie für Gas? Keine Ahnung. Okay, dann suchen Sie sich die Rechnung bitte raus. Ich melde mich bei Ihnen in 10 Minuten. Passt das? Ja, aber warum wollen Sie auflegen? Wir können doch sprechen. Weil ich hier gar keine Daten von Ihnen habe. Ja, wenn Sie möchten, können Sie sich irgendeine Rechnung raussuchen, Herr Solinde. Dann finden Sie die Rechnung. Ich fülle Ihnen das aus und schicke Ihnen das schriftlich nach Hause. Hallo, Sie müssen doch nicht schreien. Das ist Schulstraße. Wie bitte? Schulstraße. Ja, aber ich brauche Ihre Zählernummer, Ihre Kundennummer. Deswegen habe ich Sie gebeten, dass Sie sich eine Rechnung raussuchen. Immer da klackert, das Schulstraße 33, immer noch. Können Sie bitte aufschreiben? Herr Solinde? Ja? Könnte ich Sie bitten, dass Sie sich irgendeine Rechnung von Strom und Gas zur Hand nehmen? Oh mein Gott, und was soll ich dann machen? Dann werden Sie mir die Zählernummer und die Kundennummer durchgeben. Ja, können Sie dann aufschreiben? Ja? Ja, das ist 341. Wo haben Sie das abgelesen? Das ist bei Rechnung. Haben Sie schon die Rechnung in der Hand? Ja, das ist, ich habe bei Büro angerufen. Ich habe das Ordner hier liegen. Aha. Ist das die für Gas oder für Strom? Ja, für das Strommen. Das ist die Zählernummer? Ja. 341? Ja, 2507. Ja? In 4292. Okay. Und wie lautet die Kundennummer? Die Kontonummer? Warte, dann muss ich das raussuchen. Warte. Müssen Sie IBAN haben oder nur das Kontonummer? Genau, IBAN. IBAN, ja. Das ist DE. Ja. Und dann 55. Wie bitte? 55. Okay. Und dann ist 341. Ja. 2507. Ja? 4292. Ja? Ja, und das war's. Weiter? Nee, da kommt nichts weiter. Die hat doch 22 Stellen. Und wie viel haben wir jetzt? Warte mal. Können wir nochmal nachzählen? Warte mal. Eins. Ja, machen wir nochmal von vorne ganz langsam, drei, ja? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben jetzt 11. Das ist ja nur das Hälfte. Ja. Ah, ne, das ist ja das Kontonummer. Warte mal, das ist dann 292, kommt dahinter. Ja. 470. Ja. 521. 421. Ja, und dann 43. Eine Sekunde. Ja. Nee. Das wollen Sie nochmal wiederholen, oder soll ich? Können Sie einmal Vorlesung machen? Soll ich wiederholen? Ja, können wir, weil kann ich so gut Deutsch, können wir auf Englisch machen? Nein. Net. DE. DE. 55. Ja. 34. Ja. 12. Ja. 50. Ja. 74. Ja, das ist auch richtig. 29. Ja. 24. Ja. 7-0? Okay. Ja? Ja. 5-2? Ja. 1-4? Ja. Und dann? 3. Und dann nur noch eine 3? Und dann ein 3. Eine 3? Eine 3. Sie können auch 2 reinschreiben, wenn 4. Sie möchten. Hallo? Ja, ich bin da, aber die Länge stimmt nicht von Ihrer IBAN-Nummer. Ja, dann können Sie dann eine Nummer rausnehmen? Nein, kann ich nicht. Dass wir das 3 wieder rausmachen, weil wir haben jetzt hier 2x 3 reingeschrieben. Nein, habe ich nicht, ich habe einmal.
Oh mein Gott. Wiederholen Sie nochmal. Wiederholen Sie jetzt mal. Ja, das mit können wir erstmal was anderes machen. Das ist so Komplizierung. Wollen Sie wiederholen? Nein. Hallo? Ja, schauen Sie mal. Dann kann ich Ihnen das auch nicht zuschicken, dann müssen Sie weiterhin so teuer bezahlen. Ja, aber warum denn? Das müssen wir doch auch das Gas noch machen. Ja, wir müssen, aber Sie haben mir nicht die gültige IBAN-Nummer durchgegeben. Oh mein Gott, und wann wird das Abbuchung machen? Können wir bei 16 machen? Ja, aber erstmal müssen Sie mir die gültige IBAN-Nummer durchgeben. Ja, ist das, können wir das machen? Ist das eine sichere Leitung? Ja. Ja, habe Sie QSL-Verschlüsselung? Ja, warum? Ja, weil ich dachte einfach nur, ich erfinde mal irgendeinen schwachsinnigen Namen, weil Sie zu allem Ja sagen. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ich weiß nicht, ehrliche Antwort geben. Genau wo ich gesagt habe, dass ich das Preis kriege, weil ich bin 5 Jahre bei Stadtwerke, haben Sie auch Ja sagen. Sie haben zu allem Ja sagen, weil Sie glauben, dass ich dann das Vertrag mache. Sie haben mich die ganze Zeit angelogen. Wo denn? Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Ich habe so eine Testfrage gemacht und Sie haben das immer mit Ja-Beantwortung, weil Sie denken, dass ich dann Kundschaft bei Sie mache. Wo denn? Sagen Sie mir, wo genau? Ja, ich habe gefragt, kriege ich jetzt den Sonderpreis, weil bin ich seit 5 Jahren bei Stadtwerken. Da habe ich gesagt, ja genau, aber das ist eine große Lüge. Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, natürlich. Ich habe Ihnen gesagt, das ist von der EWN. Das ist von der EWN. Ja, EWN. Sie wussten nicht mal, was EWN ist, dann habe ich Ihnen erklärt, was EWN ist. Natürlich nicht. Ja, du kannst ja nachher nochmal anhören. Und dann kannst du es nachhören, du hast es gesagt. Du kannst nicht Leute anlügen bei Telefon, die du eigentlich gar nicht anrufen darfst. Natürlich darf ich. Sie haben doch im Internet angeklickt, dass Sie um eine Energieberatung bitten. Nee, habe ich gar nicht gemacht. Natürlich haben Sie das. Nein. Ich habe es hier vor mir stehen. Kannst du Beweis zeigen? Kannst du Screenshot machen? Wie soll ich Ihnen den Screenshot denn schicken? Kann ich die E-Mail geben? Ist Rakesh? Nein, kann ich nicht. Punkt Zylinder. Wie bitte? Rakesh. Punkt Zylinder. Ja? Punkt Goldfarm. Ja? @gmail.com. Aha, prima, aber das kann ich Ihnen nicht schicken. Aber warum denn? Ja, ich darf nicht. Ja, natürlich, wenn Sie sagen, ich habe das Einverständnis gegeben, das habe ich ja nicht gemacht, dann müssen Sie ja einen Beweis machen. Haben Sie natürlich. Nein, warum sollte ich sowas machen? Das wird, weißt du, wenn du machst solche Sachen, da werden dein Name und Telefonnummer an irgendeinen Scheiß der Callcenter verkauft und die dann anrufen. Warum sollte ich das machen? Weil Sie darum gebeten haben. Nein, Sie haben doch darum gebeten. Überhaupt nicht. Doch. Ist doch eine Lüge. Ich hab's hier vermerkt. Sie haben gesagt, bitte rufen Sie mich an, ich bezahle zu viel für meinen Strom. Nein. Und jetzt sagen Sie scheiß Callcenter. Können Sie einmal vorlesen, was da steht? Ich möchte das gerne wissen. Das wird jetzt aufgezeichnet. Nee, das dürfen Sie gar nicht machen. Das dürfen Sie nicht machen. Nein. Doch, ich darf das machen. Das wird aufgezeichnet vor Gericht. Werden Sie sehen, was passiert. Das wird vor Gericht wird das aufgezeichnet. Wissen Sie, wer vor Gericht kommt? Da werden Sie hinkommen, wegen Telefonbetrug. Das ist Telefonbetrug, das sind Unterstellungen. Oh, da gibt es eine saftige Strafe dafür. Doch. Das geht doch nicht. Ne, Sie können nicht einfach Gespräche aufzeichnen. Das können Sie nicht machen. Hallo? Ja, aber Sie haben doch darum gebeten. Sie haben gesagt, bitte rufen Sie mich an. Ich habe nicht gesagt, ruf mich an und ich habe auch nicht gesagt, zeichne das Gespräch auf. Du kannst doch nicht sowas machen. Bitte duzen Sie mich nicht. Doch. Darfst du auch machen, das ist in Ordnung. Weil wir reden jetzt schon 15 Minuten. Nein, wir dürfen uns nicht duzen. Wir sind Freunde. Und Freunde sind immer ehrlich zueinander. Wir sind Freunde. Ja. Also bitte. Weißt du, du hast mich reingelegt, ich habe dich reingelegt. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Also bitte, wir sind doch keine Freunde. Wir sind hier sozusagen Geschäftspartner. Oh, sehr gut. Was kostet eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde für was? Geschäftspartner. Kostenfrei. Oh mein Gott. Und wo muss ich da hinkommen? Wo Sie hinkommen? Ja. Nirgendwo. Ja, aber dann können wir das ja gar nicht machen. Wieso nicht? Ja, das wollen wir das mit Webcam machen. Aber was möchten Sie denn mit Webcam machen? Was? Ja, Kundschaft. Geschäftsbeziehung.
Nein, das macht man nicht mit Webcam. Ich kann Ihnen höchstens einen Vertrag zuschicken. Achso, ich dachte, wir machen das so unter der Hand. Weil Nein. Ich bin ja schon mal bei anderen Bordellen gewesen, da musste ich auch keinen Vertrag Nein, das unterschreiben. Ist doch, das ist doch gesetzlich verboten, was Sie da reden. Wissen Sie das? Was ist verboten, Bordell zu machen? Was Sie da reden? Nee, wir haben Meinungsfreiheit. Ich kann reden, was ich will. Nein, können Sie nicht. So welche Sachen darf man nicht sagen. Ja, was darf man denn sagen? Besonders, wenn das alles aufgezeichnet wird. Ja, Sie dürfen weiter aufzeichnen. Das ist okay. Ich mache das ja auch. Das ist ja in Ordnung. Möchten Sie denn, das ist so eine Standardfrage. Wir haben doch nicht gemeinsam auf Schafe aufgepasst. Schafe? Nee, aber ich habe einen Ziegenfarm. Möchten Sie da vorbeikommen? Oh, bitte. Also, wie können Sie sich so benehmen? Wir haben doch nicht gemeinsam auf Schafe aufgepasst, dass Sie so mit mir sprechen können. Nein, aber auf Ziegen. Das ist doch damals in Sommerferien. Aber auf Ziegen haben wir auch. Aber auf Ziegen. Das ist ganz toll. Weißt du, ich muss dich jetzt ja... Ja, bitte? Haben Sie auch auf Ziegen aufgepasst? Ja, ich habe eine Ziegenfarm. Sie haben eine Ziegenfarm. Wie viele Ziegen haben Sie denn? 360. Für jeden Tag eine Ziege. Mit Feiertagen. Jeden Tag eine Ziege. Ja, das ist ohne Feiertage. Ja, weil sonst müsste ich ja noch 5 Stück mehr kaufen. Und jetzt ist halt die Frage, geben weil... Geben die Ziegen auch gut Milch, oder? Ja, Milch und Wolle und wir lassen das Ziegenwäsche, können wir da Kassettenrekorder hinstellen und dann kann man das aufnehmen und das CD bei Telefon verkaufen. Also ich kann das auch sehr gut mit Telefonbezug. Ich verkaufe CD mit Ziegenstimmen. Und jetzt ist halt die Frage, du hast mich verarschen, ich habe dich verarschen, du hast mich aufgenommen, ich habe dich aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, möchtest du noch jemanden grüßen? Ob ich jemanden grüßen möchte? Ja, gerne. Meine Familie in Berlin würde ich mal gerne grüßen. Ja, sind die stolz möchten auf Sie die... auch jemanden grüßen? Sie auch jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine, warte, jetzt muss ich gerade mal kurz auf den Kanal gucken, dass ich keine falsche Zahl sage. Warte mal. Bitte sagen Sie. Ich grüße. Nur langsam. Ja, warte mal. Ich muss das erst aufmachen. Ich grüße. Machen Sie kurz auf dann. Ja, ich grüße meine 938 Abonnenten. Soll ich die Namen vorlesen? Ja, sagen Sie mal die Namen. Das ist Datenschutz. Das kann man hier nicht machen. Oh, sagen Sie mal. Grüßen Sie doch jemanden, egal wie auf dem Radio. Ganz live. Ja, das ist ja hier auch wie Radio. Warte mal. Dann möchte ich gerne Herr Ephraim Gutherz grüßen. Ich möchte gerne, warte mal, wen haben wir denn da noch? Frau Bertha Meller möchte ich gerne grüßen. Herr Martin Weber. Aha. Und Wuni 81. Isolde. Ich bin ein Bot, bitte weitergehen. Und dann haben wir noch, warte mal, ich muss gute Kommentare aussuchen. Fremdscham. Bitte nur langsam, suchen Sie sich die besten Kommentare aus. Ja, Seran, das ist sehr wichtig, das ist sehr gut. Seran, wer ist denn Seran? Seran ist ein sehr guter Kumpel von mir. Sehr guter Kumpel? Ja, okay. Soll ich denn grüßen von dir? Ja, bitte, grüßen sehr Sie gut. Auch Seran. Dann muss ich Ritterburg 100 grüßen, weil der ist bei das letzte Video hat der erste Kommentar gemacht. Das ist sehr wichtig. Er hat auch... Der erste Kommentar. Welchen Kommentar? Der erste Kommentar bei Video. Erster Kommentar. Das ist sehr gut. Und Franz Kemmer, das muss ich auch grüßen. Und dann ist hier, ich weiß nicht, wie das da hinkommt, aber das ist ein Kompass ohne Nadel. Das muss man auch grüßen. Und jetzt sind Sie wieder dran. Jetzt sind Sie wieder dran. Oh. Naja, haben Sie noch welche Wünsche? Nein. Saki Saki, $5. Oh, das wird da aufgezeichnet. Mein Gott. Schauen Sie mal. Ich habe ja die ganzen Daten hier von Ihnen, die Kontonummer, die Bankleitzahl. Würden Sie jetzt gerne Geld sparen oder was soll ich mit der Kontonummer machen? Was möchte ich machen? Wollen Sie jetzt Geld sparen bei Strom und Gas? Können Sie nochmal deutlich sprechen? Wollen Sie jetzt bei Strom und Gas Geld sparen oder was soll ich jetzt mit der IBAN-Nummer machen? Am besten wieder löschen, weil das ist sowieso nur erfunden. Am besten wieder löschen. Ist erfunden. Das haben Sie erfunden? Ja. Ganz kreativ sind Sie. Und soll ich Ihnen sagen, was ich da... Ich habe einfach Ihre Telefonnummer genommen. Sie haben das nicht mal gemerkt. Aha. Okay. Ja. Oh mein Gott. Und wie lange müssen Sie heute noch arbeiten? Bis wann ich arbeiten muss. Ja. Wieso gehen wir später einen Kaffee trinken? Ja, deswegen ja. Wir wollen ja zusammen auf Ziegen aufpassen. Wir sollen...
Naja, wenn Sie mir die IBAN-Nummer durchgeben, dann kommen wir zu Ihnen auf Ziegenhof. Also. Und wenn Sie in realen Leben genauso nett sind wie bei Telefon, dann kann ich Ihnen auch meine Lieblingsziege... Im realen Leben bin ich noch netter als am Telefon. Ja, dann werde ich Ihnen meine Lieblingsziege zeigen, wenn Sie verstehen. Wenn ich verstehe, naja. Sehr gut, sehr gut. Aber dafür müssen Sie mir dann keinen Vertrag machen. Naja, schauen Sie mal, das klingt jetzt für jeden Guten, dass Sie mal Geld sparen. Wenn Sie Geld sparen, haben Sie nicht mehr 360 Ziegen, sondern 365. Ja, aber da habe ich gar keinen Platz für, da muss ich mal neue Stall bauen. Ja, egal, dann bauen wir halt. Ja, können Sie Stall bauen? Weil ich glaube, Sie können nicht mal Lego zusammenbauen. Oh, das sind Unterstellungen. Natürlich kann ich einen Stall bauen. Ja. Geben Sie mir nur Geld und ich baue Ihnen einen Stall. Ja, soll ich Ihnen meinen PayPal geben? Nein, geben Sie mir nur, ich gebe Ihnen meine IBAN und könnten Sie dann bitte nett sein und zahlen Sie mir Geld drauf? Wofür? Ja, für den Stall, den ich nicht bauen kann. Ich bezahle jemanden und der baut den Stall für meine Ziegen. Und aus was wollen Sie den bauen? Aus was? Ja. Weiß ich nicht. Was denken Sie, soll ich aus, Sie keine können, Ahnung. Sie können ein kaputtes Telefon nehmen, das wäre sehr symbolisch. Mit kaputtem Telefon soll ich den Stall bauen. Ja, dann hat die Telefonziege einen Stall aus kaputtem Telefon. Sie können auch die Telefonziege? Sie können haben Sie mich jetzt gerade eine Ziege genannt? Nein, ich habe doch die Ziegen. Ich bin die Telefonziege. Ach, Sie sind die Telefonziege? Aha. Ja, kennen Was Sie bin das? Was ich dann in der ganzen Geschichte? Sie passen ja auf die Ziege auf. Da sind Sie die Ziegenmama. Ah. Ich bin der Ziegenmann, ich bin bitte eine Ziegenfrau. Eine Ziegenmama, habe ich gesagt. Mama. Mama? Ja. Ziegenmama. Ja, Mama bin ich noch nicht geworden. Ja, hat sich da noch niemand gefunden? Wie jung sind Sie denn? Wie alt sind Sie denn? Ich bin 37. 37? Ja. Sind Sie denn verheiratet? Nein. Und Sie? Und wie jung sind Sie? Sind Sie verheiratet? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht? Wieso denn nicht? Haben Sie niemanden gefunden? Nee, weißt du, das Frauen in Indien, das ist zu teuer. Ich hab mal das Katalog angucken, das zu viel Geld kostet. Okay. Ach, ich schaue mir heute einen Katalog mit den Frauen in Indien an. Ja? Wie viel die kosten. Wollen Sie auch eine Frau von Indien haben? Wo soll ich mit einer Frau aus Indien? Weiß nicht, warum... Haben Sie vielleicht Männer aus Indien? Warum wollen Sie Katalog angucken? Was soll ich mit Frauen aus Indien, bitte? Ja, Sie wollte doch Katalog angucken. Weiß ja nicht, was Sie ja, damit natürlich. Wollen. Ich schaue mir den Katalog heute mal an. Ja, soll ich Ihnen das bei E-Mail schicken, PDF? Können Sie machen. Ja. Auf die ja, können Sie gerne machen. Ja. Ich wollte Ihnen kurz etwas sagen. Ja, bitte. Weil ich muss jetzt auch weiter. Ja, ich muss auch weitermachen. Ja, mein Chef hat mir jetzt gesagt, dass Sie leider Gottes in Deutschland verschuldet sind. Was wollen Sie denn mit so viel Schulden? Ich bin verschuldet. Tja. Warum? Ich weiß jetzt nicht. 10.000 Euro. Sind Sie irgendwas verschuldet? Was haben Sie? Und kann ich sicher für den Stall, oder? Nee, weil der Stall, ich habe das bei Handwerker anrufen, der sagt 13.000 können wir machen. 13.000 verdammt, ja, für einen Stall. Ja, aber das ist... Ich baue Ihnen den Stall für 8.000. Machen Sie noch 8.000 Schulden und dann bauen wir Ihnen den Stall. Kann ich mal den Chef sprechen, warum ich Schulden habe? Mein Chef sprechen. Wenn Sie mir die IBAN-Nummer nicht geben, können Sie auch nicht meinen Chef sprechen. Mein Chef, der ist ein heiliger Mann. Ein heiliger Mann? Ist das... Ich habe eine heilige Kuh. Ja, mein Chef, also der hat nicht Zeit. Ja, der muss auch Leute abzocken. Nein. Nett? Bitte, reden Sie nicht so über meinen Chef. Das ist ja nur eine Frage gewesen, weil ich dachte, so wie Sie reden schlecht über meinen Chef, das finde ich aber nicht nett. Nein, dein Chef sagt, ich habe Schulden, das ist ja auch nicht in Ordnung. Alles in Ordnung. Nee. Kann ich bitte mit Chef reden, der muss bei mir Entschuldigung sagen. Sie möchten zu meinem Chef Entschuldigung sagen? Ja. Ich sage zu dem Chef Entschuldigung. Nein, er soll zu mir sagen. Er zu Ihnen? Wieso er zu Ihnen? Wieso soll er sich bei Ihnen entschuldigen? Wir machen Ihnen einen Gefallen, dass Sie einsparen und mein Chef soll Ihnen Entschuldigung sagen. Ja, weil der hat gesagt, ich habe Schulden. Ich habe keine Schulden. Doch, doch, doch. Ja, bei wem denn? Wo denn? Bei wem denn? Bei der Raiffeisenbank. Bei der Reichseisenbank? Ja, ja. Ja? Aber woher wollen Sie das wissen? Naja, wir sind eine kluge Firma. Eine kluge Wenn Firma? Wenn man lange mit jemandem spricht, ja. Eine kluge Firma, die
Kundendaten bei Internet kauft und dann die Leute anruft. Nein, nein. Sehr klug, sehr klug. Aber zum Glück immer mehr Leute wissen, wie das funktioniert. Und immer weniger Leute drauf reinfallen. Ja klar, da gab es doch schon fast 1000 Abo. Ich habe ja ein paar, will Sie ja grüßen. Ich habe jetzt Pause. Rufen Sie wieder in 30 Minuten an, dann sprechen wir wieder, okay? Da ist mir meine Zeit zu wertvoll. Okay. Können Sie bitte, warte mal, kannst du dir bitte richtige Arbeit suchen? Nein, scheinbar nicht.